Oha, oha. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Europa. Ja, das erinnerte mich jetzt gerade ein wenig, das Bild, was wir gesehen haben, das einer in Enshrouded mal geschrieben hatte. Wir brauchen, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist eine Eiswelt. Ja, und wir kommen in die wilden Tiefen. Ach, Moment, das ist. Doch, das ist aber Eis, ne? Weil das wilde Tiefen heißt, das hätte sich mir jetzt für mich so angehört. Warum leuchten die? Kann man die einsammeln? Nee, anscheinend aber nicht. Alter! Oh oh! Ist das der Leviathan, von dem der gesprochen hatte? Oh mein Gott. Okay. Ja, also für mich sieht es echt aus wie der Leviathan, ne? Na, springen. Puh. Ich weiß ja, dass das hier nur die Einführung ist. Kommen wir aber nicht hoch, ne? Der wäre jetzt gemein. Moment, Moment. Ich komme da aber auch nicht hochgeschwebt. Wie soll ich das denn machen? Ach, sowas ist doch gemein. Mann. Ach nee, Moment. Habe ich jetzt. Ach, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ah, das ist mir schon mal passiert. Es ist mir schon mal passiert, dass ich immer R1 drücke statt R2. Okay, das sieht mir jetzt wirklich sehr nach in den Tiefen aus. Aber eben sah das doch so aus, dass da alles Schnee ist. Ich meine, im Wasser ist doch kein Schnee. Aber sieht richtig Hammer aus, so von den Pflanzen her und so, finde ich. Aber es ist halt wirklich, als wenn man unter Wasser, ne? Obwohl, ja, obwohl. Nee, ich glaube, hier könnte das tatsächlich so sein. Aber hier, das sieht doch immer noch aus wie Schnee, oder? Auf dem Boden. Also der Mix ist schon so ein bisschen seltsam, finde ich. Aber irgendwie auch total cool. Und optisch jetzt hier die Steine und alles, das ist ja mal richtig. Ich finde es heftig. Oh, wir gehen wieder nach oben. Was machen wir denn? Laufen wir hier drauf? Guck mal erstmal. Ist da noch irgendwas anderes? Hui! Oh. Oh. Okay. Uhuhu. Ja, die Größte bin ich in der Steuerung nicht, das gebe ich zu. I am getting a reputation as an eccentric, because I will not leave the ground, because I do not run screaming from every non-human creature that I see. And worst of all, I allow my son to play freely with the gardeners, our enemies in this so-called war. Perhaps it is foolish. But you have never feared them before, and they seem content to let you clamber over their knees and catch them out of the air. The gardeners are still peaceful where we live, but the safe areas are shrinking. I've decided to put you in stasis soon. Your 6th birthday, perhaps. Oh, that's only a few months away.
I must treasure the time we have left. Ja, was ich mich bei so einer Sache immer frage, mit so einem Kyroschlaf oder wie sich das nennt, ist man dann, also wie er jetzt 6 Jahre oder ist man dann, ich weiß nicht, 66 Jahre, wenn man 60 Jahre geschlafen hat zum Beispiel. Violette Kristalle, ja, ja, das wissen wir. Also ihr wisst, was ich meine, ne? Weil eigentlich ist man ja dann in dem Moment älter. Weil man halt 60 Jahre geschlafen hat, in dem Fall jetzt. Andererseits ist es natürlich auch so, dass man halt dieses, in dem Fall jetzt 6-jährige Kind ist. Und man ist ja nicht älter geworden, man ist ja auf dem Stand geblieben, weil ja alles quasi eingefroren ist. Eigentlich ist das wie so eine Art Zeiteinfrieren. Muss ich jetzt hier hoch oder was? Da hoch wahrscheinlich, oder? No! Nein, lauf doch nicht darüber. Ist denn da oben irgendwas? Weil ich habe es nicht geschafft, da komplett hochzukommen. Oder ist das nur so fake, sage ich mal? Fühlt sich aber so ein bisschen an, als ob ich tatsächlich unter Wasser wäre hier. Irgendwas hat doch gerade da was geglitzert. Brauche ich das, um da hochzukommen? Eigentlich nicht, oder? Schauen wir mal. Ich hoffe jetzt, dass da unten nichts ist, weil ich irgendwie einsammeln muss oder so. Das erinnert mich ein bisschen an das eine Verlies in Teso. Eieiei. Da musste man nämlich auch immer so Kugeln einfangen, sozusagen, um dann weiterzukommen. Das sieht mal richtig geil aus. Oh nein, ich glaube, ich bin leer. Ich glaube, die blockieren mich, oder? Hallo? Kameraperspektive? Ich wollte gerade schon stehen bleiben, weil ich nichts sehe. Die Wale, wenn man die mal so, wenn man dem mal so zuhört hier in Ur, wirklich in der See, das hört sich so geil an. Ich habe da auch CDs von mit Walgesängen. Also nicht nur, auch so, also ja gut, Orcas sind auch Wale. Buckelwale sind da drin, Orcas sind da drin. Ich finde, das hört sich einfach nur genial an. Was knistert denn hier so die ganze Zeit? Kriege ich das hin? Ah ja, okay. Okay, okay. Moment, da brauche ich aber... ich habe 2. Und da oben... Moment, da oben ist ein Schalter. Ach, euch habe ich die ganze Zeit gehört. Hier müssen wir nichts machen. Was ist denn da hinten? Was leuchtet da so eine Wand? Ach, das ist hier überall, ne?
Also da oben ist auf jeden Fall ein Schalter. Ich weiß nicht, ob der jetzt hier unten das macht. Bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Nein, 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 du sollst da bloß nicht rüberrutschen. Ach, ja, da fehlt mir noch einer. Ist nur die Frage, kriege ich den jetzt da? Habe ich da eben die blauen, die grünen Dinger eingesammelt? Ach, da oben ist noch... Ah, wie komme ich denn da hin? Nein, 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 wieso rutschst du? Ich kann doch nicht auf die drauf springen, oder? Das glaube ich nicht, oder? Ich bin mir nicht sicher. Die sehen so ein bisschen wie Haie aus. Oh, ich habe ihn berührt, ich habe ihn berührt. Ride a Skywhale. Ach, das ist eine Errungenschaft. Ach, cool. Nein, was macht der denn? Oh, die Steuerung ist heute... Ah, Moment. Ich muss nach da unten. Da ist noch ein Schalter. Ja, da komme ich auch gar nicht mehr hoch, ne? Komm schon, komm schon, komm schon. So, die habe ich hier nicht eingezogen. Nee, meine ich doch. Gehen wir mal eben nach unten. Da war hier ein Schalter. Die Tür aufmacht. Aber die Frage ist jetzt, der will uns hier irgendwo hinführen. Da ist noch was. Sehr gut. So, aber wie komme ich mit dem Ding jetzt nach oben? Das ist die Frage. Ich komme nach hier, aber ich komme nicht da hinten hin. Ah, das ist doch gemein. Warte mal. Dann gucke ich jetzt da erstmal. Ich denke mal, dass wir da die letzte Flamme kriegen, oder? Das sieht gut aus. Ist da noch irgendwas in der Ecke gewesen? Nee, noch. Nee, das ist keine Flamme. We have built our new society with your open materials. The crystals are our primary source of energy. Without them, much of our current technology would cease to work. Why does it always come down to energy? Every conflict in the history of our species has been a contest for energy, or some expression of it. Manpower, food, fuel. We act like it's scarce, but there's nothing more abundant in the world than energy. Everything trembles with it. How were our ancestors able to convert Europa from a lifeless moon into the paradise it is today? Fighting for energy is like fighting for the air. Tja, das werden die Menschen vermutlich nie verstehen. Sehe ich hier leider nichts. Ah, da oben ist das letzte. Ja, das ist ein bisschen blöd. Also die Kameraperspektive, die ist teilweise... nicht so schön. So ist das okay, dann kann ich die selber einstellen. Aber wenn die dann an so einem Punkt ist, wie jetzt gerade, wo man eigentlich den Raum sehen soll, was aber nicht funktioniert, weil man den Raum halt nicht sieht, durch die Perspektive, dann ist es manchmal ein bisschen doof. Aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach nur, ne, ist halt so. Ja, ich bin nicht ganz doof. Ich wusste das schon, dass ich dahin muss. So, die Frage ist jetzt nur, wie kommen. Ach so, Moment, mit dem einen Ding kann ich fliegen. Aber wie hoch komme ich? W
würde das reichen, wenn ich da hochfliege? Das müsste ich doch hinkriegen, oder? Ich hoffe, dass das jetzt nicht nur einen gewissen Zeitraum benutzt werden kann. Oh, ich sehe nichts. Alter. Okay. Okay, okay. Das haben wir geschafft. Sehr schön. Keine mehr, schade. Alter, ist das laut in den Kopfhörern. Ich hoffe, euch springen jetzt nicht so die Ohren ab wie mir gerade. Oh, da kribbelt sogar in meinen Zehen irgendwie. Okay, da war, glaube ich, eine Treppe, oder? Hätte ich jetzt gar nicht rumspringen müssen. Ja, war eine Treppe. Oh. Springen, dann X drücken, um zu stampfen. Aufstampfen, zerstört angeknackste Stellen. Okay. Ich wollte gerade noch sagen, bringt mir das denn überhaupt was? Hallo. Hab ich verpasst. Ich war auch in bei Harry Potter bei den Teilen, wenn man Quidditch spielen musste. Da war ich auch nie besonders gut drin. Teilweise ja, aber bei den etwas schwierigeren Sachen. Ich habe das mit der Steuerung immer so kacke gefunden. Ich meine, hier ist es wenigstens... Jetzt habe ich gar nichts mehr. Hier ist es wenigstens so, dass in die Richtung, wo man hingeht, dass man dann auch dahin kommt. Aber da war es, glaube ich, umgekehrt. Das sieht doch mal cool aus. Wir schwimmen mit den Walen. This is no time to write, but I don't know what else to do. I don't know how else to order my thoughts. I decided it was finally time for us to set out for the island. I had already delayed too long. The thought of saying goodbye to you hurt too much. As we were drawing closer, we came under attack. That thing, the Guardian, it now has us trapped in here. All the knowledge in the world can't help us. I have never felt so helpless. I'm sorry. Your father is a fool. Naja, ich sag's mal so. Ich habe das Gefühl, dass er der einzige noch klar denkende Mensch da in dem ganzen Gebilde ist. Also, vielleicht nicht der einzige. Aber... Oh, ich kann wieder die Kameraperspektive nicht ändern. Mann, ich will doch was erkunden. Können wir jetzt mal gucken. Ja, so. Da sehe ich auf jeden Fall nichts. Ja, geht mir doch nicht auf die Nerven. Das sieht scheiße aus, wenn ihr hier drin seid. So. So. Aber hochfliegen kann ich auch nicht, ne? Nee. Vom Wasser aus fliegt er irgendwie gar nicht. Da hinten sehe ich nichts. Achso, hier ist nur ein Leuchten gewesen. Auf jeden Fall müssen wir zum Ende hin, nehme ich mal an.
Es ist schon ein bisschen mühsam, hier durchzustampfen. Also auch, man merkt es auch, wenn man steuert so ein bisschen. Ich denke mal, das sollen so eine Art Schmetterlinge sein. Im schlimmsten Fall Motten. Was ist mit dem anderen? Brauche ich hier nicht zwei? Ach, der war da hinten. Oh, nee, ne? Ah. Das habt ihr doch extra so gemacht. Gib's doch zu. Ich hoffe, dass das jetzt wirklich nur zwei waren. Kann natürlich sein, dass es mehr waren, aber da oben habe ich zwei Dinger gesehen. Deswegen bin ich jetzt mal von zwei ausgegangen. So. Okay, anscheinend muss ich vier machen? Oder doch drei? Ich weiß nicht, was das hier... Da ist noch was Grünes. Wie komme ich da hin? Hier kann ich, glaube ich, auch hoch. Wenn mich nicht alles täuscht. Kann ich da auch noch hinter? Oh ja. Ich darf aber nicht dahinter, so wie es aussieht. Ah, sehr gut. Ich habe mich schon gewundert, warum keine Sequenz kam. Weil normalerweise kommt dann ja so immer die Sequenz für Doofe wie mich, dass das dann mal so, da musst du jetzt hin, ne? Da unten, das ist zu, aber irgendwie muss ich doch auch da oben hinkommen. Wahrscheinlich wird das jetzt hier gesperrt werden, ne? Trick 17 an der Wand entlang. Nein! Ich muss mich veräppeln. Naja, aber so weit komme ich da auch nicht entlang. Ich guck mal eben hier. Kommt man aber auch nicht rein. Ach, das hättet ihr mir doch alles vorher sagen können. Wahrscheinlich ist das jetzt irgendwo einer ganz am Anfang oder so. Ist noch ein Loch. Da könnten wir theoretisch rein. Oder auch nicht, weil das Loch zu ist. Na gut. Das Loch ist kein richtiges Loch. Das Loch ist ein Fake-Loch. Also erstens, wie komme ich da hoch an den Grünen? Das würde ich auch gerne mal wissen. Zweitens, wo ist jetzt das andere? Wahrscheinlich ist das gar nicht Richtung Eingang und ich mache das hier mal wieder alles völlig umsonst. Nee, das sind aber keine, wo ich reingekommen bin. Es muss doch irgendwo sein, wo ich relativ leicht rankomme, oder nicht? Ich meine, wenn die Entwickler fies sind, ist es natürlich nicht so. Dann ist es das Gegenteil. Es ist irgendwas, was schwierig ist. Aber hier hatte ich ja schon eins. Warte mal, da war ich noch nicht drin, oder? Da ist einer. Ja, da war ich noch nicht drin. Oh, ich doof.
Das war direkt hier vorne, natürlich. Aber wie immer habe ich dann gedacht, nein, das kann nicht so einfach sein. Da muss man bestimmt nochmal durch das ganze Level zurück, damit man das finden kann. Und wie immer ist es dann doch da. Oh, Hallöchen. Ihr seid ein bisschen größer geworden. Ach nee, das sind die, die ich gezeichnet habe. Das waren gar nicht diese Orangen dann da. Ach so, Moment. Ich muss noch stampfen, ne? Yay! Heißt es, wir kommen in einen neuen Abschnitt? Vielen, vielen Dank an meine Unterstützer Beatkrieg, Cornelia Völkner, Markus K. und Timothy Nasu. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich und meinen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst doch gerne ein kostenloses Like da oder vielleicht auch ein Abo. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann könnt ihr natürlich auch gerne eine Mitgliedschaft eingehen. Wir müssen dem Logarithmus von YouTube ein wenig entgegenwirken und die kleineren Kanäle auch ein wenig pushen, denn die bekommen meiner Meinung nach zu wenig Aufmerksamkeit. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis zur nächsten Folge. Ciao!